Ich wurde jetzt schon häufiger gefragt, wie ich denn das Sennheiser XSWD an einem iPhone betreiben kann. Und das Wichtige dabei ist, dass du das Sennheiser mit einem Adapter von TRS auf TRRS an dem iPhone Lightning Adapter anschließen musst. Das liegt daran, dass wir hier nur drei Pole haben und der iPhone Adapter einen Stecker mit vier Polen braucht. Na, komm raus. Das heißt, du brauchst hier einen Adapter von TRS, also dreipolig TRS auf vierpolig TRRS. Und dafür eignet sich jeder Adapter. Ich habe hier so einen Rode SC4-Adapter und der funktioniert wirklich sehr gut. So kannst du eben das Sennheiser XSWD am iPhone betreiben.